So, hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 9. Hört ihr das ewige Tosen des Sturmes, war da gestanden. Der Sturm ist so stark. Wir haben keine Zeit zu verlieren, los. Ja, du hast recht, mein Bester. Je schneller wir ankommen, desto schneller können wir die Spezialitäten dort genießen, Mampf. Yay, Queena. Oh, ich liebe dich, Queena. Ja, Queena Mampf. Oh, schön pixelig. Ein Grafikfehler. Naja. Es gibt weitaus Schlimmeres. Ach, das war mit dieser Creepy-Mucke. Was habe ich gemacht? Keine Chance, die bewegt sich keinen Meter. Nichts machen. Nee. Vergiss, was ich gesagt habe. Den Nebel umlegen. Bams. Die Tür ist offen. Da wäre ich niemals drauf gekommen, dass die Tür durch einen Hebel aufgehen könnte. Da haben wir eine Kiste. Da ist eine Phoenix Fader drin. A Feather of the Phoenix. Da haben wir auch eine Kiste. Ich bin noch nicht blind. Zauberstiefel. Was machen denn die Zauberstiefel? Erstmal zu Vivi. Felsenfest MP plus 10. Warum kann der kein MP plus 10% lernen? Ohne Witz. Felsenfest, da kann er glaube ich nicht in Konfus kommen. Ja, genau. Da, das konnte ich nicht lesen. Und ein Sandgolem. Konnte man die Viecher jetzt fressen? Nee, ich glaube nicht. Bei einem Sandgolem ist das Besondere, du musst aufs Herz zielen. Hier. Und bloß. Ach so, stimmt. Jetzt wäre so ein Zeitpunkt im Spiel, wo ich eigentlich ganz gut Eisgrab bräuchte. Aber ich habe hier ja Dings, ne? Bio. Ah, das Vieh kann Konter. Bio, wie viel Schaden macht denn bitte Bio? Ah, das macht immer noch ganz gut. Eisra macht, glaube ich, ungefähr genauso viel, weil es hier ja effektiv ist. Aber ich glaube, ich bleib lieber bei Bio, weil der Stock, der bringt. Ah, es ist weggegangen, danke. So, Gletscherstock haben wir nochmal. Aber wir haben ja einen besseren Stock. Den wir zu diesem Zeitpunkt eigentlich noch nicht haben sollten. So. Wir hätten, glaube ich, auch rechts lang gekonnt. Aber hier sieht nach einem Dead End aus. Also wir kommen da wieder in dem anderen Dings raus. Gibt's da wirklich nichts? Nö, sieht nicht danach aus. Da gibt es so ganz böse Gegner, die dann einfach mal ein paar Teammitglieder schlucken. Was total auf die Nerven geht. Wenn einfach mal einer weg ist, Äther. Da konnte man in das Loch fassen. Durch das Loch luken. Es ist zu dunkel, ich kann kaum was erkennen. Dann Hand in das Loch stecken. Ja. Ja, das war zweideutig sein. Hand in das Loch stecken. Da kommt der Sand rausgeströmt. Aber, mein Gott. Mein Gott, es ist ein Spiel. Nehmt das doch nicht so ernst. Bitches. Ach, die Viecher. Okay, Angriff. Suchen. Da, Tobsucht. Bio. Na, fickt euch. So. Dann packe ich jetzt hier mal mein Gizakraut aus für Bibi.
Bounce. Das kriegst du jetzt in ein Face gebamst. Bitch. 104 Schaden. Der Stock von Vivi. Angriff. Pizzakraut. Bams. In your fucking face, Motherfucker. So. Jetzt Bio, komm. Bitte. Bio für beide. Ja toll, jetzt habe ich, glaube ich, sogar noch Flächenvisier gemacht. Was total unnötig ist. Und wenn es dann noch lebt, fressen. Ja, es ist Flächen. What the fuck? Vivi, du bist so OP gerade. In diesem Moment. Aber gewöhnt euch nicht daran, dass Vivi OP ist. Er ist nicht immer OP. Später mit dem großen Schaden auszuteilen. Ich weiß gar nicht, wie man mit dem überhaupt den Maximalschaden bekommt. Also mit. Da. Die meisten. Achso, jetzt kommen wir da oben erst durch. Mit den meisten Charakteren weiß ich, wie man Maximalschaden austeilen kann. Weil es geht mit jedem. Soweit ich weiß. Nur mit Vivi habe ich keine Ahnung. Ich habe ja auch. Ah, da oben ist jetzt eine Kiste. Da würde ich gerne dran kommen, aber ich glaube, ich muss jetzt nach links durch. Mit Vivi habe ich keine Ahnung, wie man an den Maximalschaden kommt. Und mit einem anderen Charakter habe ich eine Theorie. Sicher bin ich mir nicht. Zack. Machen wir mal ein Eis. Einfach mal zu Vergleichszwecken. Und dann Phrasen. Mal fett was Phrasen. Also wenn ihr den Sandgolem angreift, macht ihm das überhaupt was? Oder ich bin mir nicht sicher, ob es ihm was macht oder ob er einfach nur sau viel aushält. Dessen bin ich mir unsicher, muss ich sagen. Habe ich jetzt überhaupt aufs Herz geschlagen, aber der kontert immer, der Spacko. So. Und wie läuft's? Queener, meine ich. Boah, der teilt aus, Junge, der teilt aus. Bio. Bams, nicht genießbar, Mampf. Also kann man ihn gar nicht essen. Oder sein Herz zumindest. Ich weiß nicht, ob man ihn selber essen kann. Ich probiere es gar nicht aus, weil der hält so viel aus. Der schluckt so viel wie deine Mutter. Bams. Oh, gut gemacht, Freier. Gut gemacht. Sehr gut. Bin stolz auf dich. Ich hätte gerne noch bis zum nächsten Speicherpunkt gespielt. Dann würde ich aufhören. Bams. Jawohl, ja. Wie immer so läuft. Schön. Dem Terin. Da muss ich mal meine Charaktere heilen, würde ich sagen. Glups. Ne, nehmen wir die Hype. Oh, ich muss mal. Ich glaube, da muss ich mal was kaufen. Sieht zumindest danach aus. Ordnen so geordnet und zack. Dadurch. Ah, da gibt's jetzt. Schön. Ist drin ein Zelt. Schön. Ah ja, da war schon der Mogli. So. Magnet an Mohanna einen Brief überreichen. Den lesen wir natürlich noch vor. Ein Brief von Natura. Von Natura an Mohanna. Es ist schrecklich. Diese grässlichen Kerle haben die schöne Stadt kaputt gemacht, Kupo. Warum bloß? Warum bloß, Kupo? Ich hasse diese Zipfelmützen, Kupo. Sei bitte vorsichtig, Mohanna. Am besten du ziehst irgendwo anders hin, Kupo. Oh nein, Bomezia wurde verwüstet. Sind wir denn sicher? Sind wir das, Kupo? Ich hätte so gern einen Brief. Okay, die gibt uns keinen mehr. Ja, dann würde ich mal an dieser Stelle speichern. Und dann war's das für diesen Part. Ja. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann, Leute. Und tschüss.